Es gab ja am Montag den Corona-Gipfel, jetzt gibt es neue Bestimmungen. Die Gastgärten sollen ja jetzt mit 27. März aufsperren. Das Schwarze Kamel hätte auch einen Gastgarten. Wie stehen Sie dazu? Finden Sie diese Öffnungen gut? Ist das notwendig, endlich, dass wieder alles aufsperren kann? Also, ich will mir die gute Laune nicht nehmen lassen, weil ich sehe das als eine Tugend, speziell in Zeiten wie diesen, wenn ich das jetzt so sage. Und natürlich hat es zuerst geheißen, im November, wir sperren im Dezember auf. Im Dezember haben sie gesagt, wir sperren im Februar auf. Im Februar haben sie gesagt, wir sperren im März auf. Und natürlich ist der 27. März, der kolportiert wird, ein Tag, der frei herausgerufen wird, wie man will. Also ob es kommt oder nicht, da glaube ich, ist die Chance 50-50 oder vielleicht wie Lotto spielen. Wir freuen uns, wenn wir aufsperren können. Wir machen alles, wir tun alles, wir würden alle untersuchen, wir würden alle Sachen verlangen, wir wollen wieder arbeiten. Wir sind jetzt schon sehr viele Monate zu Hause, mehr oder minder. Das ist nicht der Stil, wie wir leben und arbeiten wollen. Und wir wären ganz, ganz glücklich, wenn es einmal losgeht. Persönlich glaube ich jetzt, wenn ich, ohne negativ zu sein, die Zahlen werden nicht runtergehen, weil ich verfolge das jetzt auch schon ein Jahr. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass das am 27. März besser sein soll. Und für meine Sicht wäre es natürlich schön, wenn man sagt, lieber ehrlich, es ist im Mai oder Juni, dann können wir in den nächsten Monaten Schulungen machen mit den Mitarbeitern, wo wir gestärkt rausgehen. So mit dieser 2-3-Wochen-Frist zahlt es nie aus. Da sagst du immer, naja, wird schon. Ich glaube nur, dass die in den Ministerien und so weiter, die wissen genau, wie die Zahlen sich entwickeln, besser als ich. Das sind studierte Leute, Wissenschaftler. Und es wäre für uns wahnsinnig einfach, wenn wir ein ehrliches Datum haben. Also das herausgegriffen, das ist wie die Inzidenzzahlen. Ist das 35, 50, 70, 90, 60? Das kann man immer dann steuern. Das war aber jetzt nicht freundlich, was ich gesagt habe. Sie haben es jetzt auch angesprochen, eben wegen der Transparenz, dass man da vielleicht lieber ein bisschen weiter das dann festlegen sollte und jetzt nicht da zu schnell vorgreifen. Das ist jetzt auch ähnlich, wie die Opposition gemeint hat, also dass man da noch ein bisschen langsam machen soll, weil ja jetzt die Öffnung auch eine entsprechende Erhöhung der Fallzahlen zur Folge haben könnte. Würden Sie das unterstützen? Schau. Wir können natürlich nicht unterstützen, dass wir sagen, wir wollen uns selber zusperren. Das kannst du nicht machen. Wir sagen natürlich, sperren wir alles andere zu, machen wir nur unseren eigenen Betrieb auf. Das ist natürlich, das Hemd ist näher als der Sakko. Wir hätten nur gerne ein bisschen mehr, dass man nicht ein bisschen für so viel dumm verkauft wird, wenn ich das jetzt so sage. Dass man sagt, wer nichts wird, wird, wird. Und die haben eh keine Ahnung. Und denen können wir sagen, im 15. März sagen wir 27, am 27. sagen wir 15. Am 15. sagen wir 28. Und so geht es irgendwann hinein. Unsere Rettung sind die Impfungen. Und auf die warten wir, die hoffen wir, dass die professionell irgendwann durchgeführt werden. Meine Schwiegermutter ist 79, die hat keine Ahnung, ob das in einem Monat ist, ob das in 2 Monaten ist. Da wäre viel auch zu tun. Also uns nicht nur um die Gastronomie kümmern, sondern dass wir da weiterkommen. Ja, das passt auch zusammen mit dem, was der Kanzler gesagt hat. Der hat auch gemeint, man soll jetzt aktiv impfen, das verstärken, da die Bevölkerung da natürlich auch unterstützen. Sind Sie da auch dafür, dass ein Impfangebot verstärkt wird? Ja, das ist ja gar keine Frage. Seit einem Jahr warten wir auf die Impfung. Also ich maße mir nicht an, irgendwas zu kritisieren. Das ist sicherlich sehr kompliziert. Und das Schlimme ist, man sieht jetzt an Israel, wie weit die schon geimpft haben. Und da ist noch immer nicht eine Öffnung da. Das heißt, wenn wir uns ausrechnen, wann wir so weit geimpft sind, wird mir Angst und Bange. Sie haben es vorher auch kurz angesprochen wegen den Mitarbeitern, dass da auch entsprechende Schulungen stattfinden werden. Was ist da geplant? Ja, das ist für mich die wahre Katastrophe. Eigentlich, wir versuchen die ganze Zeit, wenn Sie mich fragen, was ich die letzten Monate mache, dann schauen wir nur, was können wir besser tun in der Zeit, dass wenn wir aufsperren, besser sind, als wie wir zugesperrt haben. Das heißt, machen wir eine bessere Homepage, machen wir ein besseres Shop, machen wir besser, besser, besser. Meine Mitarbeiter sind zu Hause sehr, sehr viele. Ein paar holen wir natürlich her, immer, dass sie auch den Kontakt nicht verlieren. Aber würden Sie allen meinen Mitarbeitern, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, ein Angebot geben, dass die 6 Monate oder 8 Monate, was der Lockdown ist, die Sprache besser lernen? Wenn Sie meinen Service-Mitarbeitern ein Angebot machen können, dass die Englisch lernen, Französisch lernen, dann wären wir nach diesen 8 Monaten Lockdown alle besser geschult und besser als vorher, wie man zugesperrt. Aber so mit dieser 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, da passiert nichts. Da kannst du auch die Mitarbeiter nicht irgendwie motivieren. Wenn du dem Mitarbeiter sagst, du hast jetzt 6 Monate Zeit und in den 6 Monaten hätte ich gerne, dass du
ordentlich Englisch kannst, dass du ordentlich, was du willst, das ist kein Zwang. Aber er profitiert ja selbst davon. Der braucht ja nicht in eine Schule gehen. Jeder hat ein Handy, jeder hat ein iPad oder muss nicht von Apple sein, kann ja von einer anderen mal. Das ist so schade. Das tun wir mit dieser Verzögerung, schmeißen wir diese Ressourcen weg. Nicht? Und es ist ja nicht gesagt, dass wenn du jetzt in der Kurzarbeit bist, dass du zu Hause nichts tun kannst. Ich weiß schon, die haben Familie zu Hause, die Kinder sind zu Hause. Das ist alles schwer, will ich nicht sagen. Aber eine Stunde oder eineinhalb Stunden, wenn man jeder findet, um sich ein bisschen weiterzubilden, wäre bei uns eine unheimliche Chance gewesen. Noch zum Abschluss die Frage, Stichwort Testung. Es wird ja von der Regierung dann auch festgelegt, dass die Menschen beim Betreten der Gastronomie einen negativen Corona-Test dabei haben müssen. Wie stehen Sie zu diesen Maßnahmen? Das ist auch so eine Unterstellung, wo man glaubt, das können die Wirten alle nicht. Natürlich können wir testen. Wir würden mit der Apotheke zusammen da machen, jeder Gast, der nicht getestet ist, wird da hier getestet. 10 Minuten später weiß er, dass er reingehen kann. Das ist ja alles. Wir testen jeden Mitarbeiter, der bei uns arbeitet. Jeder Wirt in der Früh muss getestet sein, sonst darf er die Firma nicht betreten. Also testen ist heute kein Mirakel mehr. Das war jetzt, wie man das früher mit der Nase ganz oben, das war schwierig, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das kann heute Hilfskräfte machen.